Stimmung im Publikum. Hunderte von Menschen, die darauf warten, dass Johann Lafer für sie kocht. Naja, und ich werde es lecker machen. Heute gibt es bei mir übrigens was richtig Schönes. Und zwar Fläumchen in einem Streusel eingebacken mit einem Vanillesüßchen. Natürlich selbst gemacht. Und wunderbare Knusperschnitzelchen mit einem warmen Kartoffelsalat mit Pfifferlinge. Naja. Aber das kann ja nur eine Grundlage sein. Weil ich bin mir sicher, dass der Herr Lafer heute wieder zelebrieren wird, meine Küchenorchidee. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Nachmittag wieder unsere Zuschauer sind. Ich versuche heute zwei Dinge zu machen. Zunächst mal gibt es hier Jakobsmuschel, frische Jakobsmuschel auf einem schönen Sellerie-Püree. Das Ganze mit einer Trüffel-Hollandaise überbacken. Gericht Nummer 1. Dann gibt es ein wunderschönes Heilbuttfilet, ein richtig großer, schöner, dicker Fisch, wird überbacken mit einer Kruste, die besteht aus zweierlei Koriander, also grüne Koriander und Korianderbeeren. Dazu gibt es Pastinakengemüse und, was gibt es noch dazu, habe ich wieder vergessen, Schalotten, genau. Auf jeden Fall leckere Sachen gibt es dazu. Aber liebe Zuschauer, Sie wissen ja, diese Sendung heißt Lafer lecker und das ist Lichter. Hallo Johann, mein Schatz. Okay. Ach nee, Johann. Jetzt machen wir beide seit 5 Jahren diese Sendung fast, ne? Ja, fast. Und du weißt immer noch nicht, wie sie heißt. Die heißt Lafer Lichter lecker, nicht Lafer lecker Lichter. Naja, ne? Du musst aufpassen. Das heißt Lafer lecker und Lichter. Bist du bekloppt oder was? Also jetzt fängt das aber an, ganz komisch zu werden. Du vergisst schon dein Rezept bei der Ansage. Jetzt so was noch. Also man merkt, Johann wird ein bisschen älter. Aber Johann, ich freue mich ja schon auf ein Pastinakengemüse. Ja, magst du das? Nee, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nie gegessen. Pastinaken ist das hier. Guck mal was her. Was ist Pastinaken? Ach so, das sind die Karotten da, ja. Nein, das ist die Wurzel. Schmeckt lecker. Ganz süß. Eine Pastinakenwurzel. Ja. Da war das kein Schimpfwort. Nein, da war kein. Aha, da bin ich mal gespannt, ob wir das schmecken. Aber du, Johann, ich habe heute einen Gast. Jetzt mal ganz ohne Scherz. Ich habe schon viele Gäste gehabt. In 5 Jahren habe ich ja Gäste gehabt. Also ich meine, du hast ja auch ein paar gehabt, aber ich hatte ja Gäste. Aber heute mein Gast, wie soll ich sie nennen? Sie ist nicht nur, also sie hat Augen wie ein Bergsee. Unendlich tief und wunderschön. Dann ist sie eine Schauspielerin, die so gut ist, dass sie ihr Können auch an andere weitergibt, damit die nachher einen Beruf ausüben können. Sie ist eine Künstlerin. Sie kann Dinge formen, sie kann malen. Johann, so wie du kochen können möchtest. Sie ist einfach ein Traum. Ja. Also, da bin ich sehr gespannt, liebe Zuschauer. Mein Gast, ich schätze ihn sehr. Er ist ein wunderbarer Moderator, ein Mensch, der sich für alles hergibt. Ich verehre ihn sehr. Ja, doch, wirklich. Ja, ja. Ich verehre ihn sehr. So einer wie ich, ne? Das gebe ich ja auch für alles her. Ja, das merke ich beim Kochen jeden Tag. Liebe Zuschauer, hier ist Elton. Und hier ist Katharina Jacobs. Hallo. So. Hier. Ja. So, da bin ich wieder. So, hier bist du wieder. Katharina, wenn du möchtest, du kannst direkt anfangen mit diesem wunderbaren Teig. Ja. Ja? Weil ich mag ja auch an so einem Kuchen am liebsten oben die Streusel drauf. Okay. Und ich habe mir gedacht, heute machen wir mal einen Kuchen nur mit Streusel. Unten Streusel, oben Streusel, in der Mitte ein paar Fläumchen, die schön eingelegt sind in so ein bisschen Orangenlikör. Prost übrigens. Man kann samstags nachmittags ruhig ein Weinchen trinken. So. Ich habe den halt so ein bisschen aufgebaut, dass du direkt finden könntest. Ne? Okay. Also Mehl, Zucker, Butter, Zimt für den Teig. Jo. Die Mandeln kommen nachher drüber. Die Fläumchen. Ne? Dass du hier mit Zucker ein bisschen Orangenlikör schön einlegen. Hier ist ein Schüsselchen, Besteck, alles da. Das ist der feine Unterschied. Mein Gast arbeitet, du schwätzt. Johann, man hat mir oft genug gesagt, dass ich ein Radiogesicht habe und ich bewerbe mich zurzeit. Ja. Also, Elton macht jetzt was genau? Sag mal, Elton, bitte. Streber. Ich schneide. Was schneidest du? Dieses Zeug hier. Was für Zeug?
Hallo? Der ist die Sellerie, Knolle. Guck mal, dein Gast ist noch keine zwei Minuten da und der ist schon am Essen, du. Ne? Dafür bin ich am Trinken. Wo ist der Unterschied? Heute haben wir tolle Gäste, ne? Eine besoffen, der andere satt in der Ecke. Das wird schön. Ich war schon ein bisschen beleidigt eigentlich. Bitte? Ich war ein bisschen beleidigt eigentlich, weil euer Tonmensch, der sagte, der liebe nette Tonmensch, er müsste das Mikrofon ein bisschen tiefer setzen. Warum? Ja, aufgrund des Doppelkinns wahrscheinlich. Er wollte es nicht sagen, aber es ist so. Also wenn du möchtest, dann ist er nächste Woche nur noch in der Maske am Arbeiten. Nein, 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 ist alles gut. Deswegen esse ich ja dieses Grünzeug jetzt. Wie groß sollen die Würfel denn sein? Ist eigentlich egal, weil die werden hergenutzt. Aber jetzt mal ganz nebenbei, unser Toningenieur hat einen Doppelberuf. Der ist super im Fett am Saugen. Wenn du möchtest, mach ich einen Termin. Das kriegen wir hin. So. Dann brauche ich jetzt. Soll ich schon reinschmeißen? Kannst du anfangen, ja? Aber erstmal solltest du die Zwiebel anbraten. Doch, erst die Zwiebeln. Die kleinen Zwiebel anbraten und dann die Selleriewürfel dazugeben und das schön anbraten, dann mit Sahne und mit etwas. So, guck mal, der kann super schneiden hier, guck mal. Aber ich zeig dir einen Trick. Noch einen Trick? Schön. Wenn du hier das quer schneidest, so, dann tust du dir leichter. Dann bleibt die Zwiebel schön liegen. Ah ja. Und jetzt kannst du hier so schön schneiden. Siehst du, dann hast du kleine Würfel. Kannst du mir das noch mal zeigen? Ich hab's nicht so ganz mitbekommen. Selbst ist der Mann hier, komm. Ach, so, verdammt. Ich mache jetzt schon mal eine Kruste, und zwar die Kruste für den Heilbutt. Und zwar habe ich jetzt erstmal hier Butterschaume geschlagen. Dazu gibt es jetzt etwas Weißbrotbrösel, ganz wenig. Und dann gebe ich dazu Korianderkörner. Die sind schon geröstet. Wo sind die eigentlich? Korianderkörner? Hier sind sie. Die sind wahrscheinlich neben deinen Pastinaken. Korianderkörner sind schön geröstet in der Pfanne ohne Fett, einfach damit sie schön aromatisch werden. Die werden jetzt einfach zermörsert. So. So. Elton? Ja, hier? Fühlst du dich eigentlich jetzt wohl auf der Seite? Du hast doch jetzt so eine Kindersendung. Du bist ja gewohnt, mit Problemfällen zu arbeiten, ne? Oh nein, die Kinder, die bei uns, die sind ja total super nett. Und ich weiß nicht, ich war letztes Mal ja auch schon hier. Ich fühl mich eigentlich sehr, sehr wohl. Die haben aber wohl was, dass wir zusammenarbeiten, habe ich so das Gefühl, hier beim ZDF. Ich habe keine Ahnung. Wir beide? Ja, letztes Mal durfte ich auch schon beim Johann und... Ja, die wollen uns auseinanderhalten. Warum? Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die Angst, dass man uns verwechselt. Oder irgendwann. Dass wir alles wegessen, bevor es fertig ist. Das könnte sein. Ja. Oder dass wir die Spiele alleine spielen. Kann ja auch sein. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage, Katharina. Als Schauspielerin schlüpfst du ja ständig in neue Rollen rein. Ja. Und der Elton und ich zum Beispiel, genau wie Johann natürlich auch, wir sind ja immer wir selber. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach, du selber zu sein. Aber ich stelle es mir noch schwieriger vor, so glaubhaft jemand anders darzustellen, wie du das kannst. Kannst du mir noch folgen? Ich habe mich selber gerade verloren. Wenn du eine angeborene Schizophrenie hast, ist das nicht weiter schlimm. Nee, aber ich habe mich gerade selber gefragt, wo dieser Satz wohl endet bei mir. Ich habe dir aber fasziniert zugehört. Ja, ich war auch ganz überrascht. Es klang toll. Du bist ja auch eine gute Schauspielerin, aber ich war jetzt sehr durcheinander mit mir. Du. So, ich habe den niederen Küchendienst jetzt erledigt. Jetzt geht's an die Feinarbeit. Genau, jetzt kommt ordentlich Likörchen drüber. Weißt du, so Fläumchen müssen ja ein bisschen einziehen. Ja. Ja. Hau drauf, das Zeug. Komm, weg damit. Das ist doch bei dir heute fettarme Küche, da mit dem Fett da. Das ist fettarme Küche, ja. Johann, ja, Schnitzelchen werden schwimmend gemacht. Ach so, du machst Schnitzel. Schnitzelchen. Das Ganze rein? Mach ruhig den ganzen Zucker rein. Echt? Ja, ja. Der löst sich ja nachher auf in dem wunderbaren Likörchen. Prost. Echt? Ja. Bist du dir sicher? Von wem ist das Rezept des Schnitzels? Das ist von einem ganz berühmten Koch mit steirischer Abstammung. Jetzt sind wir schon so weit, jetzt kocht schon mein Rezept in seiner Sendung. Also, Lava, lecker heißt es. Ich mach's aber auf meine ganz eigene Art. Mein Rezept hier. Dein Rezept. Übrigens, das Schöne ist, wenn es schief läuft, warst du schuld. Aha. Probier mal hier die Kruste, die ist lecker. Das ist keine Kruste, das ist Butter. Ja, aber das wird nichts. Probier mal. Wird eine Kruste. Mit zwei Koriander. Ohne Nimm Farbe. Ruhig meine Schürze. Ohne Farbe. Soll ich jetzt den Streusel machen? Elton, willst du probieren? Was denn? Die Kruste? Die Butter, ja. Probier ruhig mal die Kruste. Ja. Du sollst hier das Ach so, ja, Entschuldigung. Ich denke, ich bin... Ja, was soll ich?
Du sollst nicht, das nicht braun werden lassen. Du sollst den Sellerie reinmachen. Nee, ist ja auch noch nicht braun. Ja, wird aber braun. So. So. Ich will aber gern auch etwas von der Kruste probieren. Hier, komm her, da. Das sind ja zwei. Ja. So, komm her. Mehrere nehmen. Die mache ich jetzt in so einen Beutel rein. Nein, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. Ja, warum nicht? Das war Butter. Soll ich jetzt noch mal wie letztes Mal? Pure Butter. Also, ist auf jeden Fall hier wird diese Kruste jetzt hier in so einem Gefrierbeutel getan, glatt gestrichen, so ein bisschen. Und dann nehmen wir die in den Tiefkühler, können wir nachher schöne Stücke runterschneiden, gell? Und gehen wir nachher auf den Heilbutt drauf. Johann, das hast du aber auch maximal schon 30 Mal gezeigt. Wo? Hier bei uns, oder? Hier in der Sendung, das macht ja nichts. Ja, aber schön. Also nur für die, die es nicht wissen, man macht diese Butter fertig mit Kräutern, tut sie in so eine Folie, drückt es platt, friert es ein, holt dann die fertige raus. Wichtig ist übrigens vorher damit Eltern füttern. Was denn? Die letzte Kruste, die ich probiert habe, ich hatte so einen Mückenstich und der war dann... Ja. Nein, hör auf! Horst? Ja? Ich muss jetzt mengen. Darf ich dir das in deine Hose stecken? Butter wieder. So, ist mein... Ich tue mir den ganzen Schmuck in meine Hose. Noch mehr Sellerie, noch mehr. Noch mehr Sellerie, viel mehr, viel mehr. Verdammte Scheiße. Oh. Danke. Oh. Yes. Das war die Tasche, wo ein Loch drin war. Das... Tja. Du hast meinen Ehering jetzt, bitte, ja? Ja, aber du, wenn du wüsstest, wo der draufsteckt, dann bitte. kann ich... Kann ich die Sendung noch? Aber der ist total bescheuert, der Düfte. Dann kann ich die Sendung noch verlassen. Dann nennt man, das ist jetzt der sogenannte Kochring. Dass der da drüber geht. Ja. Kann ich dafür, dass du so dicke Finger hast? Übrigens, die Sendung wird jetzt um 23.50 Uhr ausgestrahlt. Johann, du hast Petersilie im Gesicht. Wer, Johann? Du hast Petersilie an der anderen Seite, ja, da. Ist immer weg. Noch. Nee, ist weg, ist weg, okay. Ist weg. Ist weg, sieht gut aus, Johann. Das ist ein Schönheitsfleck. Also, Elton, wenn du ihm jetzt Ohrenring in die Tasche tust, werde ich komisch. Ja, also jetzt hören wir auch egal. Auf, ne? Jetzt kannst du die Redaktion kommen, die Zwiebel schneiden, aber alles hier, komm hier, alles putzen sauber. Ja, ich mach schon sauber. Und alles reinmachen. Ja, alles reinmachen. So, wir machen jetzt hier das Sellerie-Püree. Das was? Sellerie-Püree. Das heißt, du hast hier angeschwitzt Schalotten mit Sellerie. Hab ich. Jetzt gibst bitte drauf etwas Sahne, etwas Geflügelfond. Ja. Jetzt, ich denke, ich soll das andere machen. Etwas, ja? Etwas. Mhm. Bisschen mehr? Ja. Gut so. Gut. Und ganz wenig Geflügelfond. Ganz wenig Geflügelfond. So. Aber das ist schon gar nicht verkehrt. Wie viel denn? Weil das sollen ja Streusel sein. So ist genug jetzt, ja? So ist genug jetzt. Wenn die Butter sich schön. Und ich schneide jetzt hier Pastinaken. Ja. Jetzt machst du. Ach, was stöhnt der Kerl. Gar nicht, nein, nein. Mach eine. Ich weiß nur nicht, ob ich meiner Mutter Bescheid sage, dass sie die Sendung hier einschalten soll. Warum nicht? Nee. Ich Ach, möchte nicht noch mal drauf rumreiten. Hier wird so schön gekocht. So, guck mal, jetzt werden es langsam Streusel, ne? Schneiden. Schneiden und dann hier kurz andünsten mit Thymian, Pfefferkörner, Weißweinessig und Weißwein einkochen. Ja, okay. Ja, wir tun noch ein bisschen mehr Butter mit grob jetzt, ne? Weil ja, Butter schadet nichts. So. Und dann verknetest du jetzt noch mal ordentlich damit, dann klappt das schon. Was ist das auf dem T-Shirt da vorne drauf? Ein E. Ein E wie Elton. Ja. Eigenkreation oder wie? Das ist im Prinzip Eigenkreation. Ich, bei 1, 2 oder 3 trage ich ja immer T-Shirts der Sendung entsprechend, was für Thema wir gerade haben. Und da hatten wir ein Thema auch Essen und Benehmen. Aha. Ich habe es nicht verstanden, aber ich bin ja auch nur der Moderator. Ich muss es ja Also so eine Sendung, wie wir heute hier haben. Ja.
daneben bin. Du kannst ja gut mit Kindern umgehen. Ja? Wir haben hier was geschickt bekommen, und zwar aus München von Herrn von Paul Lucker. Bitte les mal vor. Erstmal zeigen wir hier das Foto von unserem jungen Mann. Ja. Ganz herzlichen Dank erstmal. Guck mal hier, so sieht der junge Mann aus hier. So sieht er aus. Ja. Und jetzt. Soll ich das vorlesen? Lies mal bitte vor. Ja. Lieber Johann, lieber Horst, diesen Fernseher habe ich 8 Jahre meinem Papa gebastelt, damit er euch auch gucken kann, wenn ihr nicht im ZDF kommt. Mein Papa kocht nämlich so gern und mag eure Sendung. Wenn er richtig gut kocht, sagen meine Schwester und ich immer, ist ja wie bei Johann. Hallo? Mehr steht da nicht. Nee, nee. Wie bei Johann. Manchmal ist es aber auch wie bei Horst. Viele Grüße, euer Paul Lucker. Und er fragt, was habt ihr eigentlich im Kindergarten gegessen? Johann war nie im Kindergarten. Da durfte der nicht hin. Also ich habe sehr gerne gegessen, Butterbrot mit Zucker bestreut. Oh ja. Butterbrot mit Zucker bestreut. Kennst du das? Ja, und sogar... Das war auch super für die Zähne, deswegen hast du auch heute so schicke Zähne. Ne? Vor allem Torte. Das stimmt. Und ich dachte, du hättest Korianderbutter gerne gegessen im Kindergarten. Ja, genau. Aber ich... So. Kennt ihr Arbeiterkotelett eigentlich? Edmund, hast du gerne im Kindergarten gegessen? Im Kindergarten? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe nur von meiner Mutter damals immer aufgetischt bekommen, Grützwurst. Was? Grützwurst. Habe ich gehasst. Grützwurst? Grützwurst. Was ist das denn? Blutwurst mit Grütze drin, oder? Ja, ganz ekelhaftes Zeug. Ja. Und? Das ist nicht ekelhaft, wie du im Publikum hörst. Und Arbeiterkotelett hat sie das immer genannt. Das war Bauchfleisch paniert. Aber das kenne ich aber auch von zu Hause. Ach, kennt das auch noch jemand hier? Ja, das war lecker. Das war gut. Aber Grützwurst, nee, 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 nee. Die auch, alle drei? Also für mich war das Größte im Kindergarten, wenn Mama mir so ein Brötchen gemacht hat mit dick Kinderwurst drauf, also die Fleischwurst, so eine dicke Scheibe, und das reichte schon. Und dann war ein Apfel dabei, und den habe ich immer getauscht mit einem Mädchen, weil die hatte Süßigkeiten bei. Aber sonst gab es da nichts. So, Johann, was muss ich jetzt noch machen? Ich muss jetzt reinmachen hier Weißweinessig, Weißwein für die Reduktion. Aber ich habe ein paar Sachen auch vergessen. Aber ich habe meinen Bruder heute im Publikum, den kann ich ja mal fragen. Was kannst du? Wo ist er? Da. Oh, wunderbar. Manni. Du machst das jetzt mal hier weiter. Grüß dich. Viel Spaß. Nee, ist fertig. Ist fertig. Kannst du dich schon erinnern, was wir im Kindergarten gegessen haben? Oh, leckeres Zeug hier mal, ja. Schnittlauchbrot. Was? Schnittlauchbrot. Schnittlauchbrot? Ja. Ja, er ist der Ältere von uns. Der musste essen, weil im Garten wächst. Was weg musste, auch, ja. Ja. Sag mal, Manni, wer bist du eigentlich? Du bist ja jetzt nicht wirklich mein Bruder. Woher kommst nicht ganz du? Aus Niederdorlach. Wo ist das? Der Mittelpunkt von Deutschland ist das. Nee, das war Thüringen unten. Das ist jetzt der neue Mittelpunkt von Deutschland. Thüringen? Extra Thüringen. Von Thüringen hier hingekommen nach Hamburg? Mühlhausen, Erfurt, Eisenach unten. Also, schade, dass er keinen Dialekt hat, aber ich muss sagen... Wir haben einen eigenen Dialekt da unten eigentlich. Ehrlich? Was für einen denn? Auf der Platz sprach ich mit dir. Ah, was? Auf der Platz sprach ich mit. Nee, komm, nimm mal aus dem Mund und dann sag mal. Ja, Mann, ey. Danke schön, dass du da bist. So, Katharina, jetzt fettest du bitte schnell eine Form ein. Dann kommen Streusel rein. Obendrauf kommen bitte die Fläumchen. Dann noch mal Streusel obendrauf. Und dann geht der Ganze ab im Backofen. Jetzt kommen hier bitte frische Jakobsmuscheln, ja? Ja. Und zwar Jakobsmuscheln, die leben noch. Das heißt, die sind noch zu. Jetzt muss ich die erstmal aufmachen, indem ich hier rein... Leben noch? Genau. Muss ich hier reinschneiden, dann ganz flach... Tschüss. ...auf der Scheite da runterschneiden. Jetzt aufklappen, siehst du hier. Nur, ob das ja. läuft. Und da kommt jetzt eine Muschel raus. Mann, ist das lecker. Ja. Toll, dass ich bei dir kochen darf. Schau mal, ich geh mal kurz hier rüber. Ja. Katharina, so. Die hat jemand was auf den Rücken gemalt. Ja. Ja. Was heißt das? Das sind die Initialen meiner Tochter und meiner Enkelkinder. Das haben die dir vielleicht gesagt. Du kannst das ja gar nicht so richtig sehen. Was steht da? Jetzt habe ich hier aber nicht aufgepasst. Hallo. Ich hab bis vor kurzem noch gelebt. Komm jetzt, mach auf. Was denn? Wie dick soll denn der Streusel sein? Du hast die Hälfte abgeschnitten hier. Oh, verdammt. Die sind teuer, ne? Die sind sehr teuer. Das reicht, bitte. Ja, ja. Jetzt fleucht es schön bedeckt. Jetzt hier das rauslösen da, schön so.
Ja. Und dann hier ablösen. Ja, lecker. Katharina. So. Guck mal. Guck mal, die machen da drüben Jakobsmuscheln. Die machen dich. Das ist aber eine Riesenschweinerei da drüben, ne? Ja, das stimmt. Wieso? Bis jetzt musste ich ja nur Schweinereien essen und nicht selber zubereiten. Guck mal, das ist doch lecker. Aber guck dir das mal an, so. Das ist was ganz Besonderes, Jakob, und frisch. Johann, kann man die nicht schon fertig kaufen? Kann man auch, ja, aber... Aber? Das ist hier eine Kochsendung. Dann hättest du keinen zum Quälen in der Sendung, ne? Geht's? Nee. Schau her, Katharina, das ist relativ einfach. Du musst hier einfach rein, so, und dann flach abschneiden hier. Und jetzt geht die Muschel auf, so, zack. Ja. Da ist sie. Ja. Nee, nur so, dass voll ist, und dann kannst du die decken. Ich möchte fürs Muschel aufmachen, auch mal Applaus bekommen. Ja, hier. Der Johann macht dir ja ganz schön Druck. Wenn du nicht mehr standhalten kannst, sag Bescheid. Ich brauch das aber auch, diesen Druck. Du brauchst diesen Druck? Katharina, bist du froh, dass du bei mir bist? Super. Wunderbar, jetzt guck mal. Ja, wunderbar, ne? Oh, das sieht aber lecker aus. Ja. Das kann unter Druck gar schön. Nicht arbeiten. Was ist denn das? Oder möchte ich gar nicht wissen, was das Orange ist? Das ist der Korall. Nein. Das ist der Korall. Das ist der Korall. Den kannst du auch mitessen. Ja, nein, danke. Der Korall. Komm, du kannst froh sein. Johanna hat letztens mal Gehirn gemacht. Nein. Die Hirnanhangdrüse zum Wachsen. Kalbsbriss. Ja, aber das reicht jetzt hier. Da kommt alles drauf. Alles drauf. Alles drauf. Alles. Alles drauf. So. So, okay. Und dann kannst du auch hier vorne. Warte mal, ich zeig dir ja, mal. Ja, ich wasche mir mal die Hände. So. Schön die Streuselchen verteilen. Super. Dann kommen oben drauf noch ein paar Mändelchen. Okay. Sehr schön, richtig schön verteilen. Übrigens kann man die auch so essen. Nehmt ruhig alle meine Schürze, ist in Ordnung. Ja, das habe ich auch schon. Du bist der Einzige, der eine anhat. So, jetzt geht's weiter. Wenn ich das bei Herrn Lafer mache, dann ja. So, aber es riecht bei uns besser als bei euch da drüben. Ja. Wir haben ja noch gar nichts fertig. Ach so. So, jetzt kommen noch Mandeln drüber. Okay. Das sind übrigens Streusel, die man auch wirklich so essen kann. Die schmecken einfach lecker. Das war für mich immer das Beste auf dem Kuchen oben drauf, die Streusel, wenn die so richtig schön knusprig waren. Jetzt ab in den Backofen. Das Schöne ist, da muss jetzt nur noch 40 Minuten da drinnen bleiben. Wie macht man das, wenn man nur noch 25 Minuten hat? So, jetzt kannst du noch die Vanillesoße machen. Ist fein. Ist schon weich. Ja, nee. Lass mal gucken. Warte mal, ich probiere. Oh, guck mal, Elton ist nicht zufrieden mit dem, was Johann gemacht hat. Nee, das hab ich ja gemacht. Ach, das hast du gemacht? Das hab ich ja gemacht. Mhm. Gut. Ja, ist gut? Mhm. Jetzt, bitte schön. Ja. In den Mixer ganz fein. Habt ihr das gesehen? Ist gut und er kloppt noch mal einen halben Liter Sahne später drauf. Boah, ist du gut. Weißt, ja. Ganz kurz erklärt, was ich hier mache. Also, Pfifferlinge schön den Speck ausgelassen, Pfifferlinge rein, gleich kommen noch Zwiebelchen oben drauf. Und hier habe ich wunderbare Bratenbrühe, habe dann ein bisschen Essig mit reingetan, schön ein bisschen Senf aufkochen lassen, ist für den warmen Kartoffelsalat. Da kommen nachher die Pfifferlinge rein, Schnitzelchen sind paniert. Kartoffelchen, natürlich Pellkartoffeln, die werden jetzt geschnitten und Schnitzel ausgebacken. Die müssen schön schwimmen, habe ich von Johann gelernt. Vanillesoße, hast du schon mal selber gekocht? Nee, noch nie. Ich ja, dann toi, 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 ne? Also, danke. Also, überhaupt mache ich selten Nachspeisen, gebe ich offen zu. Was kochst du denn am liebsten? Ja, das, was du da machst. Da hätten wir ja tauschen können vorher. Also, ganz einfach, Vanillesoße, schön Sahne, Zucker, das mag einer Vanilleschote. Mit der Schote selber nachher schön aufkochen, auskochen, damit der Geschmack der Vanilleschote in der Milch ist. Dann drei Eigelb, die werden verquirlt mit Sahne. Und nachdem das aufgekocht ist und abgekühlt hat, schön unterbinden für eine Bindung. Ne? Und jetzt geht's rückwärts. So. Sag mal, hast du eigentlich lange am Dom in Hamburg gearbeitet, Elton? Ja, junger Mann zum Mitfahren gesucht, bin ich jedes Mal drauf reingefallen. Du warst auf Fischmarkt, oder wie? Hamburgs. Nee, Johann. Ja. So habe ich Johann ja kennengelernt. Junger Mann zum Mitkochen gesucht.
Na, Johann. Hier, guck mal. So. Das ist doch mal ein Wahnsinnsfisch hier. Guck mal, dieses Fischfilet hier. Ein Wahnsinnsfisch. So ein Fischfilet, guck mal hier. Wahnsinn, Leute. Sag mal, Johann, jetzt wo wir einmal bei dem Thema sind, wieso hast du dich eigentlich damals als junger Mann gemeldet? Auf diese Annox. Oh, das ist aber echt lecker. Was? Das ist ja jetzt schon lecker. Das ist super lecker. Die, ja. Die Konsistenz stimmt hier. So. Was denn? Das Sellerie-Püree ist perfekt. Jetzt kannst du. Sellerie-Püree. Sellerie-Püree. Katharina, komm mal rüber, wir gehen mal probieren. Sellerie-Püree. Komm, Sie, was unser Lepré gehört? Was gehört? Unser Lepré. Was soll ich probieren? Vom Lepré. Wie heißt das? Gemixtes Sellerie. Sehr gut. Lepré. Halt. Lepré. Lepré. So, jetzt aber nicht alles lecker aufessen. Lepré, ne? Schließlich möchte das Publikum auch probieren. Ne? Geht mal wieder schön ist auf lecker. Eure Seite. So. Der ist schon ein bisschen böse, ne? Absolut. Was sollte ich jetzt hier machen? Hast du da jetzt die Eigelb reingetan? Scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir kochen einmal Rührei. Ich hab das doch noch nie gemacht. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ich hab's dir doch gerade im Moment noch gesagt. Das vergesse ich doch alles immer wieder. Ich mach das Schnitzel weiter. Johann? Ja, bitte. Möchtest du mit meinem Gast tauschen? Ich will meine. Ich hab noch nie Nachspeise gemacht, außer dem Käsekuchen meiner Mutter. Den kann ich im Schlaf. Ich Mensch, frag mich doch, ich stehe doch neben dir. Ja, ich habe mich gewundert, als ich es gemacht habe. Ja, schön. Das ist mir auch schon mal passiert. Aber ich mache viele Dinge, bevor ich was frage. Ja. Jetzt ist er böse mit mir. Oh. Nee, 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 nee. Okay, jetzt da. Ja? Braten wir erst Wenn mal du kurz, denkst, ich wäre nur böse, ich bin nicht böse, ich bin stinkesauer. Weißt du, wie lange ich mir das jetzt von Johann anhören muss hier? Aber den Fehler habe ich gemacht. Das glaubt ihr mir nie. Nicht nervös werden, Johann. Alles Post. Ist gut. So. Ja? Was machst du denn da jetzt? Das, was du da gemacht hast, ist ja halb so schlimm. Hat er auch Scheiße gebaut? Nein, nein, nein. Nein. Nix. So, pass auf. Soll ich das jetzt tun wir die Jacke mit kurz schön anbraten, gell? Schön. Und zwar. Schön. Aber erstmal ganz heiß werden lassen. Ja. Und dann machen wir rein. Nee, der Mist baut alles spült. So. Die Knoblauch noch einmal. Zucker? Habe ich hier bestimmt, ja? Warte mal. Nee, ich hab's da Lust. Da kam denn die Muskatnuss da jetzt rein. Die Muskatnuss kommt ins Püree noch rein. Ins Püree noch. So, jetzt tun wir das. Die Jacke muss dann ganz kurz heiß anbraten hier, gell? Ja. Und dann machen wir eine schöne Trüffelhollandaise. Machen wir auch. Aber erstmal ganz heiß werden lassen. Ja, nicht, ja. Nicht jetzt reinmachen. Ganz nicht heiß werden lassen. Aufgesetzt. Richtig. Guck mal, hier schmoren die Basilikum mit Sahne, Geflügelbrühe. Ja, ja, sehe ich. Und hier die Zwiebel. Also, das läuft alles hier perfekt. Ja, läuft perfekt. Ist schon heiß jetzt? Der kriegt die Ringe raus. Das geht im Moment nicht. Der ist ziemlich fest jetzt. So, drei Eigelb hier rein. Diese Sahne dazu. Ich brauche jetzt hier, bitte, wenn es geht, vier Eigelb. Du brauchst vier Eigelb. Im Kühlschrank gibt es Eier. Ja, natürlich. Übrigens, die legt Johann selber, um die Qualität sicherzustellen. So. Achso, wie machst du das jetzt? Wo machst du Eigelb sollst du in die Schüssel reinmachen. Jetzt machst du Eiweiß. Guck mal. Wir der haben ja aber mehrere Schüsseln. Wir haben doch Scheiße gebaut. Ach, nein, 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 nein. Warte mal, jetzt machen wir andersrum. So. Jetzt machst du hier die Eigelbe rein. Ja. Nee. Ja, aber willst du mit dem Glibber das da rein? Ich mach's immer ab. Da jetzt mach's. Guck dir mal an, Katharina, so. Was die zwei da veranstalten. Das ist doch nicht schön. So, jetzt hier, guck mal hier. Die Muscheln kurz anbraten. Ja, ist jetzt heiß? Es ist heiß, siehst ja. du? Ich mache hier nämlich immer dieses... Drei Eier mit der Sahne verquirlt. Die dürfen nur ganz kurz gebraten werden, das weil die müssen dann her überbacken werden, gell? Johann, hast du noch Butter für mich übrig? Butter? Ja. Ein bisschen Salz drauf machen, ein bisschen Pfeffer drauf machen und kurz anbraten jetzt. Ja, ganz kurz nur.
Nee, schon so, dass Temperatur drankommt. Komm, gib mal das Telefon hier, bitte. Was? Gehen wir dann. Hallo? Wart. Hallo? Ich habe jetzt gewählt. Warte, das Gesundheitsamt. Warte, ich habe es gewählt. Hier. Man geht da Gurtzüg. Hallo? 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 Mensch, das ist ja toll, dass ich dich mal spreche. Ach, da ist Elfen am Apparat, oder? So. Ah. Warte mal, was ich. Was soll ich warten? Wie geht's dir denn? Ja, allerbestens. Ja, und die Kinder? Ich hab keine Kinder. Ach so, ja. Soll ich vorbeikommen? Nö, mein Mann steht hier. Ja, was wollen Sie denn? Und zwar, ich möchte wissen, woran ich erkenne, ob Jakobsmuscheln richtig frisch sind beim Einkauf. Den Nachbarn probieren lassen. Wenn draufsteht, heute frisch. Also, Anruf, nein. Achso. Erstmal, bei dieser Kochsendung gibt es auch eine richtige Antwort. Also wir machen auf jeden Fall so, dass wir, also ich zumindest versuche immer Fischjagdmuscheln zu nehmen, die man in der Schale kauft. Dann weiß man ganz genau, wenn die zu sind, dann sind die perfekt. Ansonsten sollte man wirklich beim Fischhändler kaufen, wo man weiß, dass man da wirklich Vertrauen haben kann. Denn ich finde oft die eingelegten in Lake, die sind dann so klipprig, so weich und die sind nicht schön beim Braten. Beziehungsweise was auch wichtig ist, ist natürlich dann, die Jakobsmuscheln, die eingefroren sind, finde ich, gehen gar nicht, weil die so zäh sind. Die sind zäh wie Autoreifen. Ja. Und wenn die in der Muschel sind, die Muschel muss zu sein, oder? Die muss zu sein, genau. Und dann muss man sie rausnehmen, dann muss die wirklich auch total frisch riechen. Das ist ganz wichtig. Okay. Noch eine Frage, an den Horst. Ich hätte noch eine Frage. Moment, Horst hier. Ja. Herr Lichter? Ja. Ja, hallo. Guten Tag. Hallo, Jetta-Kind. Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn ich Creme Brûlée mache. Ja. Und ich tue ja da frische Vanilleschote rein. Und dann die hängt nachher immer oben an dem kleinen Töpfchen am Boden. Warum ist das so? Warum verteilt die sich nicht gleichmäßig über die Creme Brûlée? Oben am Boden? Ja, die hängt am Boden, die Vanilleschote, also die schwarzen Körnchen. Die bleiben oben am Boden? Unten am Boden. Wieso denn oben am Boden? Unten. Nein, du musst das schöner aufschlagen. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Die Vanilleschote, die schwarzen Pünktchen bei der Creme Brûlée, die sinken immer nach unten, immer, automatisch. Oder? Also nach unten am Boden, nicht oben am Boden. Ja, unten am Boden. Nein, die sind unten am Boden, immer, ist kein Witz jetzt. Ja. Das funktioniert, das geht nicht anders. Weil das, wenn man sich stürzt, dann sind sie oben am Boden. Die kann man nicht stürzen. Also Johann sagt, es geht nicht anders. Habe ich gerade gedreht. Ja, okay. So, ja. Weil sonst müsste man ja während des Backen dabei bleiben beim Auskühlen. Ja. Das geht nicht. Die sinken immer ab, weil die sind schwerer. Das ist so wie Johann auch, in der Badewanne immer nach unten absinkt. Okay, da bin ich zufrieden. Na? Tut mir leid. Tschö. Tschö, viel Spaß noch. Tschüss, ja. Ja, tschüss. So. Die sinken immer ab, ne, Johann? Ja, ist wirklich. Ist wirklich. Lieber, so? Ja, jetzt schön aufhören. Ja. Der hat eine Küche auf dem Boden? Ich habe das nicht verstanden. Nein, die sinken immer ab, oben am Boden. Ach so. Was jetzt? Gefällt dir das Schnitzel nicht, oder was? Weißt du, das hasse ich ja wie die Pest, weißt du? Das ist wie früher zu Hause. Kommt Kuchen, drückt drauf, dreht sich rum, verzieht keine Miene und geht. Ihr habt früher schon zusammengelebt? Wir leben schon sehr lange zusammen, aber er hat mich sehr lange verleugnet. Okay. So, jetzt, du musst den Backofen grillen, du sollst schlagen. Ich schlag doch die ganze Zeit. Das ist schon so schön. Ah! Das war doof. Nee, das war heiß. Also, Johann, ich muss sagen, so hart warst du selten zu einem deiner Gäste. Nein. Was denn? Er ist sehr hart zu dir. Ich bin großer Schaumschläger. Guck dir das mal an hier. Macht er aber schön. Ja. Sehr hart. Weißt du, wie man den Job nennt bei Johann? Lass ich schlagen. Elton. Was denn? Weißt du, wie man den Job nennt? Nee. Schaumschläger. Ja. Guck mal, sehen die nicht toll aus? Super. So, wenn ich mal ganz kurz in die Kamera zwei wunderbare Schnitzelchen halten durfte, nur damit man mal sieht, wie die geworden sind. Die Panade hat sich wellig abgehoben hier. Ist das nicht schön?
Mein Rezept hat Johann von mir abgeschrieben. Prost. So, stellen wir Backofen zum Warmhalten und mein warmer Kartoffelsalat. Von wem ist das Rezept? Von wem ist das Rezept, das Schnitzelrezept? Ja, von wem ist das Rezept? Ha? Wer hat's erfunden? Wir natürlich. Runter, ja, ja, ja. Weiterschlagen, ja, ja, ja. So, jetzt kommen wir jetzt mal auf das Püree. Ja, die Muscheln, ja? Nee, ja. Wir müssen jetzt noch warten. So, siehst du hier? Sehr gut. Weiterschlagen? Ja, hast weiterschlagen. Nicht nachlassen. Nein, nein, ich schlag. Guck mal hier. Ja. Jetzt kommt da drauf Trüffel gehobelt. Weiterschlagen? Ja, ich schlag weiter. So, guck mal hier. Muss noch ein bisschen viel. Ja. Ja, danke, danke. Das ist eine Stimmung hier. Butter? Ja, das jetzt ausschlagen. Und die Butter schön reinrühren jetzt. Eine ja? Stimmung wie bei Schlag den Rab, dabei schlage ich nur das Ei. So weit jetzt? So, genau. Schön. Ja, so weiterschlagen. Ja. Rühren. Bitte Pfeffer reinmachen. Ja. Kannst du da vorne hinlegen. Übrigens, Johann, hier ist wieder Eiklar für dich zum Einfrieren. Ich tue es bei dir in Gefrierschrank. Extra die doppelte Menge. Jetzt weiß ich auch, warum ich beim Vorgespräch gefragt wurde, ob ich schlagfertig bin. Ja. Ich habe da eigentlich was anderes. Ja. Ich muss mich bei mir bedanken, die doppelte Menge. Und jetzt kommt es da drauf, guck mal. Worauf? Hier, so, jetzt probieren wir das mal. Lappiert schön. Ist noch ein bisschen heiß. Das ist schön. Und dann wird das Ganze überbacken im Backofen, ja? Soll ich machen, ja? Ja, schön. Ganz langsam. Drüber machen. Ja, mach ich. Aber das muss ich euch sagen, es ist ein absolutes, also es ist für mich ist es Wahnsinnsessen. Das ist so schön drauf. So, Fisch. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Johann den Elton so gefordert hat, dass er nie wiederkommen möchte. Doch, doch, doch. Elton kommt wieder, oder? Natürlich kommt er wieder. Das ist eine immer wieder. Hallo? Ja, klar. Gut. Bei dem Essen und diesem wunderbaren Publikum, da muss man doch einfach wieder. Schleimer, Schleimer. Aber auch fein. Fein? Ja. Ja? Komm, komm, sag noch mal in die Kamera. Warte, wir es machen noch mal ganz fein. Neu. Ja, genau. Ach, ja? Ja, warte mal. So, noch mal ganz neu, ne? Ja. Warte, welche Kamera? Kamera hat dich, so. Hast du noch nie gegessen? Oh, was hast du mir denn da mitgebracht? Oh, probier einmal. Ja. Hm, das ist aber fein. Danke dir. Warte, einmal. So. Schon? So. Ja, so. Jetzt wagen wir uns. Guckst jetzt du kommt das Backofen, Eigelb dass mit da nichts der passiert? Sahne. Ja, ich stelle mich mal neben den Backofen und guck, dass da nichts passiert. Muss man schnell rühren, damit es kein Rührei gibt. Und dann bindet diese Vanillesoße. Das heißt, erst die Milch mit Zucker und Vanilleschote schön auskochen. Vanilleschote raus, das Eigelb mit Sahne. Wenn die Temperatur runter ist, langsam unterrühren, dann bekommt man eine Bindung in diese Vanillesoße. So. Einen starken Arm. Ne? Eigentlich müsstest du schlagen, weil Elton ja auch schlagen ja, muss. Ja, ich schlag ja auch schon. Schlag mal ordentlich jetzt. Richtig schön lange schlagen. So, guck mal. Die Pastinaken habe ich jetzt schön hier in dieser Sahnebrühe gedünstet. Schön mit dem grünen Korianderkraut noch dazu. Und jetzt kommt da drauf dann der Fisch. Ja? Der Fisch ist ja hier. Ein riesengroßes Stück. Boah. Boah. Johann ist selber überrascht, wie groß der Fisch ist. Du. Hast du ja gehört? Hier. Boah, sagt er. Boah, was ein Fisch. Pass auf jetzt. So. Und dazu kommen jetzt noch schöne. Johann, Moment. Schöne Zwiebeln. Johann, Moment. Ja, bitte. Boah, was ein Schnitzel. Boah. Boah. Probier mal die Zwiebeln. Nee. Wann ist das denn passiert, du? So ein Schnitzel. Ich mag es immer, wenn Johann anfängt zu rennen, weißt du? Er hält dann den Kopf immer geduckt
Guck mal, wie schön dunkelbraun das geworden ist. Nein. Elton, bist du Kavalier? Verschlagen. Ja, Hammer Kartoffelsalat. Handgelenk schön. Ja. Sehr so. Schön. Da machst du sehr schön, Elton. Ja. Aus dem Handgelenk. Katharina, nur damit du es mal siehst, gerade in der Kamera. Das unterscheidet die Sterneküche von der Bodenschenienküche. Der feine Herr nebenan deckt das etwas dunkelbraune das mit Trüffel ab, damit man es nicht mehr sieht. Weißt du? Unser einer hätte das abgekratzt. Nein. So. Das muss aber ja so braun sein. Das muss nicht nachlassen. Ja. Ach, jetzt du auch noch, oder was? Das kriege ich aber von allen Seiten. Was ist das denn? Da braucht man jetzt Fantasie für. Normalerweise ist das braun. Weißt du, was bei Johann zu braun ist, ist hier nicht braun genug. Ja. Aber dafür schmeckt es dann umso besser. Zu viel braun ist auch gar nicht gut. Stimmt. Mach weiter. Der Trend geht ja zum Angebräunten. Nee, ich hoffe nicht. So, Leute, jetzt bitte hier erstmal. Guck mal, Jakobsmuschel überbacken. Einmal. So, schön. Ist gut, danke schön. Super, ja, sehr gerne. Ich hab viel Geld. Heilbutt in der Korianderkruste mit süß-sauren Zwiebeln und Pastinaken. Und das in der Zeit. Super. Ja. Ganz gut. Ja, du musst allein die Vanillesoße probieren. Katharina, darf ich dich bitten? Danke. Sehr gerne. Sitze ich hier? Ja, sitzt du da. So, jetzt nimmt er mich schon Essen weg. Nee, ich bin Schnitzelfan. So. Was macht ihr denn da jetzt? Ach so. Wir haben nichts zu trinken, Johann. Du isst so gleich vom Blech, unsere Gäste. Guck mal, hier habe ich noch ein bisschen was von dem roten Johann. Den nimmt Johann normalerweise, um einen schönen Rosé zu machen. Ja. So, bitte. Schön. Oh Gott, heftig. Johann, was du jetzt noch brauchst, ist warmer Kartoffelsalat mit Pfifferling. Nee, mir reicht der Schnitzel. Obwohl, der ist ein Träumchen. Ja, der Kartoffelsalat ist wirklich toll. Warmer Kartoffelsalat, ja, gemacht wie in Süddeutschland in meinem Lieblingslokal. Mit frischen Pfifferlingen, dann schön eingezogen mit Pellkartoffeln. Hey, Sarah, Walter, Nitz, Katharina. Es war ein Träumchen mit dir. Dankeschön. Bevor du gehst, krieg ich meine Ringe wieder. Und der Elton musste richtig malochen heute. Respekt. Irgendwann kommst du mal zu mir. Ja, sehr gerne. Johann Schatz. Tschüss, ihr Lieben. Dankeschön. Wir sehen uns nächste Woche wieder.